Seit knappe 2 Wochen geben meine Kühe bloß mehr saure Milch. Jeden Tag in der Früh stehen's verschwitzt im Stall drin. Die Augen wie vor lauter Angst weit aufgerissen. Jeder weiß, was das zu bedeuten hat. Trotzdem habe ich es nicht wahrhaben wollen und bin mit dem Problem erst einmal zu den anderen Bauern gegangen. Im Wirtshaus habe ich es ihnen verzählt und alle haben es mir mucksmeiserlstarr zugehört. Keiner hat sich's aussprechen traut, bis mein Nachbar, der Schorsche, mich gefragt hat, ob das zufälliger so ist, seit vor 2 Wochen so ein starker Sturm da war. Kurz habe ich überlegt und dann ja gesagt. Und nachher hat er was verzeiht, dass uns alle Angst und Bang geworden ist. Er hätte bei der Nacht, wie der Sturm gewütet hat, einmal aus dem Fenster ausgeschaut, weil er wissen wollte, ob alles in Ordnung ist. Und da war's ihm so vorgekommen, als hätte er gesehen, wie Ebs durch die Dachluken in mein Stall eingeflogen ist. Bloß ganz kurz hätte er's gesehen. Schön in dem kleinen Moment, wo alles von einem Blitz aufgehört worden ist. Er hat sich dann eingeredet, dass er sich täuscht hat. Aber jetzt, wo ich das von meinen Viecher verzeiht hätte, war er sich sicher, dass die alte Reisemirl wieder da ist. Sie ist zurückgekommen, so wie sie es angekündigt hat. Hat den Sturm dafür genutzt, dass bei mir durchs Dachfenster reinfliegen kann und hat sie jetzt da drin eingenistet. Weil schließlich war das Verhalten von meiner Kühe ja ein untrügliches Zeichen dafür, dass eine Hex in meinem Stall wohnt. Die Reisemirl, die damals bei genau so einem Sturm von den Dorfleuten in den Wald rausgejagt worden ist und die damals geschworen hat, dass er sich rächen wird, dass zurückkommen und das Dorf vernichten wird. Jetzt hockt's also bei mir im Stall drin, haben die anderen Bauern gleich gesagt und haben befürchtet, dass das Weib irgendwas vorbereitet, dass unsere Felder verhext, sodass die Ernten kaputt ist, dass unsere Viecher plaugt, bis alle grausam verenden oder dass von uns Besitz ergreift und dafür sorgt, dass wir uns gegenseitig was Schlimmes odor. Jeder hat sofort gefordert, dass was gegen die Hex unternommen wird. Und bei mir haben sie dabei offene Türen eingerannt. Ich mach, was immer nötig ist, um das Weih wieder loszuwerden, habe ich gesagt. Als erstes sind wir gleich gemeinsam zu meinem Stall gegangen, sind aufmarschiert mit den Mistgabeln und Dreschflegel und wollten die Hex genauso wieder vertreiben, wie wir es schon einmal gemacht haben. Aber egal wie lang wir unseren Stall abgesucht haben, egal wo wir mit unseren Fackeln hingleicht haben, wir haben nirgends eine Spur von dem Biest gefunden. Die hat einen Zauber gewirkt, hat dann der Huber gemeint. Die verbirgt sie vor unsere Augen. Da können wir lang suchen, das wird nix. Also sind wir gleich weiter und haben einen Pfarrer geholt. Haben ihn dazu überredet, dass er meinen Stall aussegnet und jedes Eck ordentlich mit Weihwasser besprenkelt. Sogar aufs Dach selber sind wir auf.
Überall hat der Pfarrer seine Gebete gesprochen und sein Weihwasser hingespritzt. Und nachher haben alle gemeint, das muss geholfen haben. Ich war dann ein wenig beruhigter, hab jedem noch eine Brotzeit spendiert dafür, dass wir geholfen haben. Und nachher sind sie alle wieder gegangen. Am nächsten Tag aber, wie ich in mein Stall rein bin, war alles wieder genauso. Saure Milch ist beim Melken rausgekommen. Und einige von meinen Viecher waren schon so geschwächt, dass sie sich nimmer auf die Füße haben halten können. Gleich bin ich wieder ins Wirtshaus und hab die anderen davon erzählt. Die meisten haben vor Angst den Kopf eingezogen. Aber der Schorschi hat dann gemeint, wenn das nicht hilft, nachher müssen wir andere Maßnahmen treffen. Die Hex macht nämlich so lang weiter, bis meine Viecher alle kaputt sind und geht dann zum nächsten Hof über. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass von einem aus meiner Familie Besitz ergreift. Und das war das Schlimmste, was ich mir hab vorstellen können. Drum müssen wir jetzt schnell handeln, hat er gesagt. Jetzt brauchen wir andere Mittel. Und am besten bekämpft man eine Hex mit Feuer. Wir müssen dein Stall abbrennen, hat er gemeint. Die anderen haben genickt dazu. Und nachdem mir der Stall eh nichts mehr helfen tat, sobald meine Viecher alle draufgegangen sind und ich eine riesen Angst gehabt hab, dass meine Familie noch in Mitleidenschaft gezogen wird, habe ich zugestimmt. Wieder sind sie alle mitgekommen und haben geholfen, meine Viecher auf die anderen Bauern im Dorf zu verteilen. Dann haben sie sich rund um meinen Stall um mich aufgestellt, damit die Hex nicht auskommen kann. Ich selber bin dann hingegangen und hab angezündet. Dann haben wir gewartet, bis von meinem Stall bloß mehr ein verkohlter Haufen übrig geblieben ist. Nix und niemand ist noch aus dem Stall rausgekommen. Alles, was noch drin war, ist verbrennt. Jeder von den anderen Männern hat versprochen, dass er mir beim Aufbau von einem neuen Stall helfen wird, jetzt wo die Gefahr weg ist. Aber schon in der nächsten Nacht habe ich gemerkt, dass bei uns im Haus irgendwas nicht stimmt. Die Milch, die wir noch frisch vom Nachbarn gekriegt haben, ist über Nacht im Krug drin sauer geworden. Und der frische Puder, der ist ranzig im Topf drin gelegen. Im Mehl waren auf einmal Würmer drin. Und praktisch alles andere an Vorräte, was wir gehabt haben, war ebenfalls irgendwie kaputt gegangen. Wie ein Blitz hat mich dann die Erkenntnis getroffen. Vielleicht war der Grund, dass die Austreiberei vom Pfarrer nicht geholfen hat, ja der, dass die Hex gar nicht in unserem Stall drin gewesen ist. Dass er sie in Wahrheit in unserem Haus eingenistet hat. Dass sie uns schon näher ist, als ich jemals befürchtet hätte. Sofort habe ich ihm Schorschi Bescheid gegeben. Hab ihm gesagt, dass ich seine Hilfe brauche und meine Familie die nächste Zeit bei ihm wohnen muss. Weil mir jetzt, in meiner Angst vor der Hex, nichts anderes überbleibt, als mein Haus abzubrennen. Der Schorschi hat verstanden. Er hat sich ja selber davor gefurchten, was die Hex mit unserem Dorf anrichten kann. Und wie wir alles von Wert zu ihm rübergebracht gehabt haben,
Da hab ich mitten in meinem Haus als Feuer gelegt. Ich muss meine Familie beschützen, hab ich mir gedacht, während ich die Flammen zugeschaut hab. Und auch das Dorf muss ich schützen. Und erst wenn nix mehr von meinem Haus gestanden ist, bin ich zum Schorschi ume. Gestern erst war das. Und in der Nacht auf heut haben ich und meine Familie bei ihm in der Stumm geschlafen, haben uns endlich sicher gefühlt und gemeint, dass der Spuk vorbei ist. Aber grad eben bin ich aufgewacht. Die anderen schlafen noch. Also bin ich leise aufgestanden. Mich hat's zu der Speiskammer hingezogen. Irgendwie hab ich den Drang gehabt, mich davon zu überzeugen, dass im Haus vom Schorschi alles mit rechten Dingen zugeht. Aber während ich gerade einen Blick ins Milchkannel reingeworfen hab, hab ich schon beim Aufmachen vom Deckel gerochen, dass die Milch über Nacht sauer geworden ist. Der Bude ist ranzig. Das Müll ist voller Wurm. Das bedeutet, die Hex hat sie jetzt da herin eingenist. Und ich muss auch dieses Haus abbrennen. Ich hab keine Zeit gehabt, dass ich die anderen noch groß Bescheid geb, sonst kommt mir die Hex erneut aus. Hab alle Türen verrammelt, solang's noch geschlafen haben. Und dann Feuer gelegt. Geschrien haben's drin, wie sie die Flammen ausbräut haben. Aber ich hab das Haus anzünden müssen, bevor sie die Hex woanders einnisten kann, bevor sie sich irgendeinen teuflischen Trick einfallen lässt, mit dem sie noch unser ganz Dorf vernichtet. Eine Hex bekämpft man am besten mit Feuer. Und wenn's sein muss, wenn's nicht anders geht, nachher brenn ich das ganze Dorf dafür ab.